Wir müssen immer an die Kreuzchen boxen. Ist dir, glaube ich, schon aufgefallen. So geht's natürlich auch. Ja, immer her mit dem Geld. Ich habe Hunger auf Geld. Und da komme ich nicht dran. Alter, ich will das. Jawoll. Hey. Ah, komm schon. Alter. Jawoll. Und in die nächste Luke. Ah, ich kann die ganze Ansicht auch... Ich springe jetzt nicht wieder da drauf. Da ist es. Juhu! Oh, da sind sie wieder. Ups. Hier können wir gucken, was wir noch alles brauchen. Hier haben wir in der Turbulencia haben wir jetzt 2 von 8 Schätzen. 2 von den Gnömchen einkassiert. Wir brauchen 3 Kristalle und können 8 einsammeln. Und wir haben die Statue. Halb fertig. Da haben wir die anderen Level, okay. Her damit! Her damit! Ey! Da habe ich die Wand getroffen. Ist ja wurscht! Wir lassen erstmal... Ah, gut, stampfen. Halt's Maul! Vajo, kommst du mit dem Knopf klar? Ganz bestimmt. Halte den Knopf gedrückt, um eine Tempoattacke auszuführen. Stell dich dazu in die gewünschte Richtung und sammel dich kurz, bis du genügend Energie aufgestaut hast. Noch etwas, halte den Knopf gedrückt, wenn du einen Monster trägst, um einen Megawurf zu machen. Auf diese Weise kannst du prima Monster erledigen, die normale Würfe überstehen würden. Oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Niemand kann es mit Wario aufnehmen. Yahoo. So, wollen wir mal weitermachen. Oh, Geld. Nom, 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 nom. Guck mal, Flatterviecher! Beide auf einen Streich! Gib mir Geld, 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 Geld! Fall ich hier gleich runter? Nein, hier fall ich nicht runter. Hier geht's wirklich ziemlich... Okay. Down, down, down. Irgendwo ist hier noch was versteckt. Ja, mit dem Geld. Uah, diese Steuerung. Hilfe. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich hab es gesehen. Ich hab es gesehen. Ja. Ja, 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 ja. Ich find's auch wundervoll. Ach, ich mag es, wenn er das einsaugt. Na, komm schon. Nein! Geld!
Geld regiert die Welt! Und was war das denn? Komm aus Trotz, hauen wir jetzt doch hier schnell alles zu Klump. Außerdem, wir brauchen Geld, Geld, Geld. Na, das Geld fliegt auch an uns vorbei, wenn wir zu ungen, wenn wir einfach mittendrin aufhören. Ich drehe mal in die falsche Richtung, merke ich gerade. Alles kaputt hauen, das macht Mario gerne. Was Mario nicht gerne macht, ist die Hälfte liegen lassen. Das sieht so geil aus. So, gleich haben wir es geschafft. Es ist einfach nur für unser Portemonnaie. Kannst du, glaube ich, verstehen, ne? Oh. Boah, Alter! Also, ich habe es in meinem privaten Spielstand komplett durch. Ich bin gespannt, ob ich das hier beim ersten Mal alles schaffen werde. Deswegen werden wir uns für die Level auch schön Zeit nehmen, damit wir auch ja alles hinkriegen. Und ich muss gucken. Ich drücke nach rechts und es dreht sich. Ja, irgendwie. Ach komm. Ich fange erst gar nicht an, hier wieder groß rum zu überlegen. Kann ich eh nicht. Ja. Ich find's auch wundervoll. So, jetzt haben wir das auch endlich hinter uns. Ich find's auch ganz witzig. Oh, da sind sie wieder. Wir werden erstmal, bevor wir da oben hergehen, hier ein bisschen. Ach, der Dino schon wieder. Ich lasse ihn nach einmal bekämpfen in Ruhe, damit wir uns nicht so viel damit aufhalten. Ich fürchte, ich mache gerade was falsch, aber das lässt sich nicht vermeiden. Ja, und ich habe was falsch gemacht. Juhu! Dann nehmen wir wenigstens noch das ganze Klimpergeld hier mit. Und wir kommen gleich zurück! Warte auf mich! Oh oh! Das Gute ist, wir können den Scheiß hier so oft machen, wie wir wollen. Na, ich bin auch super schlau. Ich komme noch so hoch. Da hau ich mal nur zwei kaputt. Und es klappt sogar. Oh, wir haben Knobi. Wir haben Knobi gekriegt. Ist das... Komm, das ist geschenktes Geld, das... wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Ja, ich rechne immer noch mit Mark um. So. Haben wir das auch. Oh, oh. Aber es ist wirklich schön hier, muss man ja mal sagen. Ich meine, guck dir den Wald an. Idyllisch, ruhig, viele nette Leute. Heulsusen. Überall Heulsusen. Als Maul Heulsuse. Und noch ein Rätsel. Ja.
ich war doch richtig. Arschloch. Hey, komm zurück. Dauert mir zu lange. Uah. So geht's natürlich auch. Antitschen und dann durch. So, jetzt müsste ich aber da durchkommen. Alles für so einen dämlichen Kristall. So, dann haben wir das auch schon. Ich habe das Gefühl, wenn ich da hergehe, komme ich doch wieder zurück. Ich dachte schon. Noch eine Nervensäge. Vorsicht, Mario, die Felsklüfte. Felsklüfte? Könnte ich auch nicht. Und Abgründe in dieser Gegend sind sehr, sehr gefährlich. Stürzt du hinab, so landest du in Eindorns Bau. Und dort ist es ziemlich ungemütlich. In den Wassergräben da unten verlierst du permanent Münzen. Also sieh zu, dass du die Fluchtfelder findest, bevor du pleite bist. Ich glaube, wenn wir pleite sind, sterben wir. Komm, wir springen einfach mal runter. Ah. Ah, okay. Da falle ich Münzen. Tja, man sieht schon, man kann hier alles kaputt hauen. Muss versuchen, den Ausgang zu finden. Den wir natürlich schon haben. Haben wir das auch schon mal gesehen? Das ist ganz, ganz toll. Und da sind wir wieder. Und gehen in das nächste Rätsel. Was eigentlich kein richtiges Rätsel ist. Das ist eher... Das Level kann man eher so als Tutorial bezeichnen. Und das hier waren so anfängliche Versuche, eine Form von 3D zu zeigen. Für die, die es noch nicht bemerkt haben sollten. So, aber wir gehen jetzt erst einmal zurück. So, schon mal nicht... Ah, komm, lass mich durch, ihr. Wow. Wow. So. Wow, lass mich in Ruhe. Ihr kleinen Gnome. Wir werden uns jetzt erst einmal hier umsehen, da ich das Gefühl habe, dass wir da hinten zum Boss kommen. Den hauen wir erstmal aus der Latschen. Ich glaube, hier kann ich rüber. Ich glaube, da ist doch nichts. Wir gehen einfach mal in den Baum hoch. Das heißt, gehen wir klettern. Wir lassen die jetzt einfach mal links liegen. Wir gucken mal hier. Und wir haben den nächsten Schatz aktiviert. Lass mich durch. Ah, wir können auch hier mit wirbeln. Und wir hauen alles zu Klump, Alter. Das sind ja auch Wario. Verdammt, Wario, der Mega-Klöppner vom Dienst. Und hoch geht's. Yeah, wahoo. So. Man hat hier aber auch nicht gerade viel zu bequatschen, außer dass hier immer diese komischen Flatteropterix rumgammeln. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, weil die Steuerung nicht gerade sehr präzise ist. Sie ist gut, aber nicht sehr präzise. Oh. Wir haben noch ein Stück der goldenen Statue von Wario.
Lass mich in Ruhe! Ich glaube, der hatte nicht so viel Glück.